Hatte ich nicht auch irgendwas mit Bogen? Also ich muss definitiv halt zuerst den Yeti hier irgendwie platt kriegen, weil der, wenn rankommt, habe ich ein Problem. Und der wird rankommen. Und ich werde ein Problem haben. So. Aber was bleibt mir denn anderes übrig, außer ihn jetzt hier? Boah, das tut ja beim Zugucken weh, ey. Aber der geht jetzt in die Flanke. Hätte ich zumindest vermutet, dass das ein Flankenangriff gewesen wäre, aber war wohl nicht so. So, jetzt ein Yeti ist auf ein Drittel stark runter. Ein Langschwertkämpfer gehen platt, so wie es aussieht. So. So, machen wir hier mal die Waage. Hinüber. Fast zumindest. So, der Yeti hat nur noch 23. Der Yeti wird zurückschlagen. Das klingt irgendwie nach einem schlechten Film. Hopp. So, damit haben wir den Yeti ausgeschaltet. Und ja. Ist trotzdem nicht ideal, wie es läuft. Aber naja. Nee, oder? Die haben es echt geschafft, sie... Ach. Vergesst mal, was hier passiert ist. So. Also, ich hole mir doch Verstärkung für den Kampf. Der Yeti ist tougher als vermutet. So, ziehen wir sie einfach nochmal zurück. Ja, also das ist, gehört bei solchen Spielen halt auch einfach dazu. Ihr habt es ja im ersten Szenario schon gesehen, dass man ab und zu mal... Also ich kann es noch nicht einschätzen, wie... wie schwer die Kämpfe dann im Endeffekt wirklich sind. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen aufbauen. Ich brauche jetzt erstmal zwei vollwertige Armeen, bin ich der Meinung. Ansonsten wird das überhaupt nichts. So, die Aufklärungsdrohne haben wir. Und wir können jetzt Techniker produzieren. Oh, und das sind unsere ersten Freischärler. Und die will ich auf jeden Fall haben. So, das hier ist jetzt auch gewachsen. Und die produzieren fleißig noch hier weiter. Gut, ich könnte einen Zauber wirken, nämlich eine Aufklärungsdrohne beschwören. Ich habe gerade nicht vor zu zaubern. Aber die rentiert sich nicht wirklich. Es sei denn halt wirklich für Aufklärungstätigkeiten, ne? Ich glaube, ich nehme mal wirklich eine. Eine für Aufklärungstätigkeiten. So. Hierhin. Und lass sie mal aufklären. Okay, da haben wir Mana mitgenommen irgendwie gerade. Ah, guck, oh, da ist eine Stadt. Ein neuer Tag bricht an, sehr schön. Drohne, kläre mal auf, bitte. Unabhängige im Krieg. Was haben wir da? Orks? Da könnten wir eine Orkstadt einnehmen, wenn wir wollen. Und ja, wir wollen. Nur, falls es da irgendwelche Zweifel dran gäbe. So, den Yeti haben wir jetzt auch ausfindig gemacht wieder. Ein Mana-Knoten. Und vermutlich wird der Yeti jetzt die Drohne kaputt hauen, aber das wäre dann soweit auch erstmal okay. Ach, das ist eine Festung. Ich habe gedacht, das ist eine Stadt. Okay. Aber Festung ist auch gut, natürlich. So, ja, ihr produziert brav weiter. Das passt dann schon soweit. Der Yeti hat nicht angegriffen. Bin verblüfft. Hätte ich jetzt schon erwartet. So, da bräuchte ich dann Seefahrt. Wahrscheinlich auch mit der Drohne. Tja. Dann, habe ich den Spaß hier erkundet. Man muss die gute Drohne sich mal in die Richtung bewegen. So, hier haben wir eine Kaserne. Ne, eine Kriegsakademie haben wir hier gemacht.
Hellvalier, Bogenschützer. Und die Kavallerie haben wir jetzt hier auch. Das ist ganz nett eigentlich. Ich möchte eine Kavallerie, noch das und noch das und dann noch das. So, Einkauf beendet. Ein neuer Tag bricht an. So, hier ist der Langschwertkämpfer. Und da haben wir dann noch eine Bürgerwache. Die ist halt wegen der Armbrust. Wo ich dann noch... Ist schon nicht schlecht eigentlich, ne? 32, 28, 9, 8. Geht trotzdem auf richtige Bogenschützen. So, Techniker produzieren. Was brauche ich denn dazu? Brauche ich eine Gießerei? Okay. Und die will ich haben. Ermöglicht Produktion des Musketiers in Städten mit einer Gießerei des Technokraten. Wie lange dauert das Erforschen? 7 Runden? Das ist natürlich eine ganze Menge. Deswegen kümmere ich mich erstmal um die Kohle. Wie ging das mit M, ne? Tja, so viel dazu. So. Und nächste Runde. Die Nachhut ist eingetroffen. Eine Kalone ist bei Belagerungen sehr hilfreich. Wir können sie benutzen, um die Rebellensiedlung einzunehmen. Das ist ja mal schnieke. Zeig mal her, was kannst du so? Kanone. Oh, 25. Ja, hör mir doch auf. Kollegen, ihr geht dahin. Kollegen. Ihr geht dahin. So. Jetzt hole ich mir nämlich erstmal die Festung und den Yeti. Und dann baue ich mir nochmal Siedler demnächst. So. Abgeschlossen. Menschenkavallerist. Ich ändere jetzt hier direkt mal kurz rein, weil ich will dann jetzt natürlich haben. Halle der Ritterlichkeit. Ermöglicht die Produktion von speziellen volksspezifischen Einheiten dieser Stadt. Ja, okay. Ich will aber eigentlich, wollte ich ja Gießerei des Technokraten haben, ne? Die ist natürlich sehr teuer. Ich will sie trotzdem haben. Ich breche erstmal das da ab dafür. So. Um die erste Siedlung von Rebellen zurückzuerobern können, müssen wir eine Armee aufstellen. Ich bin dabei. Ich bin schon dabei. So. Die zieht dahin. Das passt soweit. Da hat man ja schon so Zug beenden. Ein neuer Tag bricht mir an. Ach, die ist schon voll. Gut, ich lasse dann einfach mal... Was haben die für eine Bewegungsrate? Die haben auch 28. Ich lasse dann mal... Na, ich will es ja andersrum machen, logischerweise. Ich lasse dann mal euch zu Hause. So, und wir treffen uns hier auf diesem Geländefeld, würde ich sagen. Der Yeti muss dran glauben. So, sehr schön. Wir können sogar noch ein Feld weiterziehen, so wie es aussieht. So. Ah, der Yeti hat sie wieder versteckt. Auch nice. So, jetzt haben wir hier und da haben wir so ein Kanönchen. So, und wen lasse ich hier zu Hause? Hier lasse ich jetzt einfach mal einen Bogenschützen zu Hause. Ich mache es immer falsch rum. So. Die Armee gefällt mir. Die sollte reichen, um da hinten die Festung einzunehmen. So. Wie sieht es denn hier aus? Hat sich hier was geändert in meinen... Ich brauche Kohle. Ich brauche erstmal jede Menge Kohle. So. Und ja. Die Armee kann jetzt einfach mal hier ins Feindesland vordringen. M, nicht E. So. Die Aufklärungsdrohne, ihr sollt mal weiter aufklären. So. Und nächster Zug. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ein neuer Tag bricht an. So, nehmen wir uns zuerst mal den Yeti vor.
Habe ich jetzt hier einen zu viel zurückgelassen? Ich bin halt... Ich bin so klug, ne? Egal. So, aber den machen wir jetzt manuell, weil jetzt zeige ich es dem Yeti. Jetzt zeige ich es dem Yeti, glaube ich. Oder der Yeti zeigt es mir. Auf jeden Fall wird viel umhergezeigt. So, unabhängig ist er am Zug. Die sind natürlich schon echt recht respekteinflößend, wenn man das mal so sagen darf. Und sie machen immerhin keinen Flankenangriff diesmal. So, und die Techniker. Die können mal ihre... Ah, das ist ein... Ah, ich habe das jetzt anders vermutet, wenn ich ehrlich bin. Was können die machen? Die können schnelles Nachladen. Lädt eine verbündete Maschinenheilheit nach. Okay. Also es sind doch schon eher Nahkämpfe. Ich habe gedacht, die wären jetzt, die Donnerbüchsen wären eher fernkämpferisch veranlagt. Aber die stehen ja eigentlich fast perfekt. Wie groß ist denn jetzt die maximale Reichweite? Also ich kann in angrenzende Felder im Endeffekt nur ballern. So, hier können wir einen Sturmangriff machen. Ich hau mal mit den Wags in die Flanke. So. Die Gude hier. Die Schockbolzen, die Zauber... Oh, Schutzsphäre... Bla. Hat man ja alles schon. Das sind Bogenschützen. Die Bogenschützen bewege ich jetzt ein Feld vor. Jetzt können sie den Yeti leider nicht sonderlich gut treffen. So. Jetzt können wir hier in die Zauber gucken. Ich kann dann trotzdem auf jeden Fall schon mal meinen Feuerball verfabrizieren auf den Kollegen. So, und jetzt kann ich nämlich hier ranziehen. So. Jetzt kann ich die Bollerbüchse hier... Jetzt erwische ich meine Kavalleristen mit, so. Kann ich das nicht? Ja, dann erwische ich die Kavalleristen mit. Oder ich gehe ran. Ja, dann kann ich es auch nicht anders legen. Dann kann ich es wenigstens so legen. So, dann sind wenigstens die Waage hier mal hinüber. So, und dann kann ich mit ihr hier vielleicht noch irgendwas ausrichten. Man weiß es ja nicht so genau. Ich gehe auf den Yeti. So, was kann der Yeti noch? Noch viel zu viel. So, jetzt habe ich hier immer noch einen Satz Techniker. Abklingzeit 1. Das ist nicht... Ich ziehe sie mal ran. So. Und ich gehe in Defensivstellung einfach. So. Es geht mir hier die Einheit drauf, da bin ich mir fast sicher. Ja. So, dafür hat es die jetzt zerlegt, so wie es aussieht, ne? Also wir haben ja tatsächlich jetzt nur noch die Yetis stehen. Und die Yetis kriegen jetzt erstmal nochmal eine Donnerbüchse ab. Die ordentlich Schaden macht eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. So, dann kriegen die Yetis einen Sturmangriff ab. Ja, die waren aber auch recht wehrhaft, muss man ihnen zugestehen. So, die können sich nicht bewegen, so wie es aussieht. So, jetzt bewege ich mich hier mal ein bisschen in bessere Schussposition und erledige den Rest vom Yeti. Und so gefällt mir der Kampf schon etwas besser. Der Angreifer war siegreich. Auf was anderes wollte ich auch nicht raus. So, jetzt können wir uns den Schatz holen. Und können wir hier die Burg von zwei Flanken aus angreifen. Auch wunderbar. Das könnte sehr gut funktionieren. Ich ziehe mal davor. Und ich ziehe jetzt aber auch einfach mal die zwei hier nach.